begrüßen Sie mit mir Dr. Gregor Gysi. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich habe angenommen, dass Sie gerne links sitzen. Wir können den Platz aber nochmal tauschen, wenn Sie möchten. Nein, aus der Sicht der Leute sitze ich links. Ach. Aus unserer Sicht rechts und mir ist die Sicht der Leute wichtiger. Und sagen Sie mal, wenn Sie sich jetzt so vorbereiten auf so eine Gesprächsrunde, ja, wie gehen Sie denn oder wie bereiten Sie sich auf Gesprächsrunden? Ich lese meine Autobiografie zum 12. Mal und dann bin ich vorbereitet. Sie hatten mal ein Telefonat mit Michail Gorbatschow. Ja, das war, nachdem ich Vorsitzender der Partei wurde, so 3-4 Tage später. Und da war eine Uhrzeit angegeben und dass das rote Telefon klingeln wird und Gorbatschow dran ist. Danach hättest du die Greenwich-Uhr stellen können. So pünktlich kam der Anruf. Also ich habe wirklich gesagt, ich war auch pünktlich da, war auch etwas aufgeregt natürlich. Und da sagte er zu mir den Satz, Genosse Gysi, wenn du die SED aufgibst, gibst du die DDR auf. Wenn du die DDR aufgibst, gibst du die Sowjetunion auf. Und da habe ich zu ihm gesagt, also lieber Genosse Gorbatschow, mir reicht schon mein Verein auf meinen Schultern, nicht noch die ganze Sowjetunion obendrauf. Ich hatte Döpfner, den Chef des Springer Verlages. Wissen Sie, warum ich den eingeladen habe? Ich wollte wissen, warum der eigentlich rechts geworden ist und ich links. Was ist in seinem Leben anders gelaufen? Und ich glaube, dass ich das psychologische Moment bei ihm gefunden habe, das dazu führte. Sein Vater war nämlich Geschichtsprofessor, also in der Bundesrepublik natürlich, und dann kamen die 68er-Studenten und mussten es dem kapitalistischen Arschloch natürlich zeigen und haben ihn mit Farbe beworfen und er bekam eine schwere Herzattacke und wurde im Krankenwagen nach Hause gefahren und der Junge, das war ja noch ein Kind, der junge Döpfner dachte eben, er ist blutüberströmt, das war ja bloß rote Farbe, aber auch noch ein schwerer Herzattack. Und da sage ich, das psychologisch, was mit ihm passiert, seitdem haben sie eine Blockade gegenüber den Linken, weil das ja die Linken waren. Und da sagte er, interessant, da sagte er, nee, Herr Gysi, das glaube ich nicht. Und dann waren wir weiter im Gespräch und nach 3 Minuten sagte er, ich denke die ganze Zeit darüber nach, doch ich glaube, Sie haben recht. Das heißt, ich habe Herrn Döpfner erklärt. Sie hatten ja selbst auch einen recht bekannten Vater. Ein Privileg, an das Sie sich erinnern was können. Was macht dieser Mann da, wenn ich Er beschäftigt sich still selbst. Das ist Jaroslav Borodin ein aus Moskau. Ein wunderbarer, einsamer Beruf. Kochen oder essen gehen? Also ich möchte gerne kochen können, aber lieber gehe ich essen. Sommer oder Winter? Sommer oder Winter? Arbeit oder Freizeit? Ohne Arbeit gibt es keine Freizeit. Und ich finde, ohne Freizeit gibt es auch keine Arbeit. Also ich finde, es gehört zusammen. Aber wahrscheinlich arbeite ich lieber. Ja. Klassik oder Pop? Darf ich Ihnen mal sagen, warum ich den Winter genommen habe? Nein. Schade. Klassik oder Pop? Na, in der Regel Klassik, aber Silvester natürlich nicht. Wagenknecht oder Lafontaine? Ich habe sie beide gleich lieb. Wissen Sie, ich kenne Männer, die sammeln Briefmarken, andere sammeln Münzen, ich sammle Büros. Ich habe jetzt 7 Büros. 7? 7. Das sind ja optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Affäre. Man könnte einfach sagen, Schatz, ich bin im Büro. Ich weiß nicht, ob erfolgreich, auf jeden Fall bin ich 2-mal geschieden, ja. Warum eigentlich? Na, das werde ich Ihnen ganz bestimmt nicht erzählen. Schade. Wenn ich der Bundesregierung vorwerfe, dass sie nicht aufhören konnte zu siegen, gilt das. Ich habe zu DDR-Zeiten noch viele Ehescheidungen gemacht, auch für ihre Partnerschaftsbeziehung. Man muss aufhören können zu siegen. Liebe Männer, wenn Sie Ihre Frau zum 3. Mal besiegt haben, nicht noch ein 4. Mal. Wenn Sie klug sind, organisieren Sie sich eine kleine Niederlage. Der Satz, Liebling, du hattest ja so recht, ich habe mich schwer geirrt, kann sowas von beziehungspflegend sein. Glauben Sie es mir. Also kurzum, das gilt ja nicht nur für die Politik. Um noch die 2 anderen Gründe ganz kurz zu nennen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Paartherapie mit Gregor Gysi. Ja. Hatten Sie eigentlich einen Spitznamen? Ja. Flori? Florian ist Ihr zweiter Name, ne? Nein. Ist er nicht? Nein, ja, Florian ist mein zweiter Name, aber das war nicht mein Spitzname. Was war denn Ihr Spitzname? Sag ich nicht. Ihre Mutter riet Ihnen, den Parteivorsitz der PDS damals abzugehen. Von Riet kann gar keine Rede sein. Sie rief mich an und sagte, du trittst sofort wieder zurück.
Und dann sagte ich, ja, wieso denn, Mütterchen? Dann sagte, weil du sonst erschossen wirst. Seit meinem 23. Lebensjahr bin ich Rechtsanwalt. Zum Rechtsanwalt kommen nur unglückliche Menschen. Nie glückliche. Ist ganz egal, ob es ein familienrechtliches, zivilrechtliches, verwaltungsrechtliches, strafrechtliches, arbeitsrechtliches Problem geht. Es sind immer unglückliche Menschen. Und zum Standesbeamten kommen nur glückliche Menschen. Wenn sie denn nicht mehr glücklich sind, gehen sie ja nicht zum Standesbeamten, sondern zum Anwalt. Also plötzlich habe ich begriffen, dass ich an der Krankheit leide, dass mich Probleme anziehen. Wissen Sie, das neue Forum kam, nachdem es zugelassen war, zu mir und fragten mich, ob ich bereit wäre, bei Ihnen Mitglied, auch führendes Mitglied zu werden. Da habe ich gesagt, nö. Dann haben sie gesagt, warum nicht? Ja, sage ich, weil ich weiß, wogegen ihr seid, ich weiß gar nicht, wofür ihr seid. Daraufhin sagten die, das wissen wir ja auch nicht. Und, aber wenn Sie bei uns führendes Mitglied sind, können Sie ja ein bisschen mitbestimmen, wofür wir sind. Und dann sagte ich zu Ihnen, passt auf, ich kenne die DDR, ihr seid zugelassen, euch passiert gar nichts mehr. Mit der Maueröffnung war auch klar, den Bürgerrechtlern passiert nichts mehr. Und den Demonstranten. Jetzt wusste ich, es geht der SED an den Kragen. Auch zu Recht an den Kragen, aber ich fürchtete doch überzogen an den Kragen. Und da interessierte sie mich. Und diese Krankheit, die habe ich beim Schreiben der Autobiografie an mir festgestellt. Und jetzt muss ich höllisch aufpassen. Die SPD hat so viele Probleme. Naja, gut. Ist die Frist schon abgelaufen, um sich als Vorsitzender zu bewerben für die SPD? Nein, die ist natürlich längst abgelaufen, aber der Parteitag kann ja alles anders beschließen. Und darauf spekulieren Sie? Wenn ich da erscheine und sage, naja, ich mach's, dann müssen Sie mich aufnehmen, beschließen, dass ich noch kandidieren darf und dann wählen. Das wäre doch dann was, ist oder? Es gelaufen. Wen wollen Sie denn als Generalsekretär der SPD für sich nehmen, wenn Sie denn der Vorsitzende sind? Na, ganz klar, Sie. Ich muss ja jemand. Ich brauche ja einen jungen Mann, der arbeitet. Verstehen Sie? Ich komme ja nur vorbei und halte Reden. Wie schätzen Sie das ganze Thema Klimawandel, Klimapolitik ein? Wissen Sie, ich halte ja das Klima noch aus bis zu meinem Tode. Aber die haben noch viele Jahrzehnte vor sich. Und deshalb drängen sie uns Alte und sagen, so geht es einfach nicht weiter. Und die Thunberg ist natürlich schon eine besondere Person. Jetzt ziehen die Medien alle über sie her. Aber sie hat die ganze Welt durcheinander gekrempelt. Das muss man ihr mal lassen. Ja, das muss sie erst mal können. Wer schafft das schon mit 16? Also ich nicht. Und Sie sind ja auch schon leicht über 16. Leicht. Also, ja, ja. Aber uns sieht man es ja nicht an. Nee. Ich gehe mal so ein paar Namen aus dem Bundestag durch. Ne? Robert Habeck. Naja, das ist schon ein genialer Schwiegersohn-Typ. Ne? Das würde ich schon denken. Wird er Kanzler? Was meinen Sie? Mit Ihnen als SPD-Vorsitzender wahrscheinlich nicht, ne? Oder vielleicht doch? Nee, dann werde ich Kanzler. Also, aber... Wir haben ja diese Büste angefertigt. Oh, so sehe ich aus. Aber schön ist, dass ich leicht grinse. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Nein, das haben Sie sehr gut gemacht. Nichts davon könnte ich je. Vielen Dank, lieber Herr Gysi, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hatte einen netten Abend, ich hoffe, Sie auch. Und behalten diese Reihe in guter Erinnerung. Dankeschön. Vielen Dank.